Wir gehen heute folgender Frage nach, nämlich welche Strategie ist profitabler, Short Strangle oder der Iron Condor? Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Ebert und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Ein Clubmitglied hat wirklich eine tolle Frage gestellt. Er hat gefragt, welche Strategie ist eigentlich profitabler? Der Short Strangle und der Iron Condor? Was sind die Vor- und Nachteile? Kannst du vielleicht mal einen Backtest zeigen? Und darum soll es auch heute gehen. Zunächst einmal möchte ich hier, dass du das Video kurz stoppst und den Risikohinweis von Anfang bis Ende durchliest. Und danach kannst du gerne das Video fortsetzen. Unsere Agenda sieht wie folgt aus. Wir besprechen gleich zunächst die beiden Optionsstrategien. Ja, ich erkläre diese beiden Strategien. Danach gehen wir auf die Vor- und Nachteile der Strategien ein. Und am Ende machen wir einen Backtest auf die Top-ETFs und vergleichen Short Strangle versus Iron Condor. Wir starten zunächst in der TradingView. Die TradingView ist die Online-Chart-Plattform, die wir primär nutzen und für die wir ja auch unsere Indikatoren wie beispielsweise den O4W Best Indikator programmiert haben. Wir sehen hier den Chartverlauf des SPY. Der SPY ist der ETF auf den S&P 500 und den traden wir beispielsweise auch sehr gerne mit einem Iron Condor, weniger mit dem Short Strangle, aber darauf gehen wir später ein. Was du hier jetzt siehst, ist zum einen den Chartverlauf des SPY, des SPY, aber auch zwei rote Linien, zwei rote gestrichelte Linien mit Preisen 460 und 510. Das sind die Strike-Preise der Optionen, die kombiniert dann die Short-Strangle-Strategie ausmachen. Also, der Short-Strangle, der besteht aus dem Short-Put und dem Short-Call. Also beides verkaufte Optionen. Und als Verkäufer wissen wir ja, da haben wir Pflicht. Und die Pflicht kommt dann, wenn der Käufer sein Recht ausübt. Was passiert jetzt, wenn der Käufer sein Recht bei der Put-Option auslöst? Dann müssen wir 100 dieser ETFs zu dem Strike-Preis uns andienen lassen. Das ist wichtig. Das ist Punkt 1. Punkt 2, was passiert, wenn der Käufer seine Call-Option ausübt? Ja, dann müssen wir 100 Aktien bzw. in dem Fall ETFs zu dem Strike-Preis hier von 510 abgeben. Auf der einen Seite wären wir dann sozusagen $46.000 long und auf der anderen Seite $51.000 short. Solange wir aber in dieser Range uns bewegen, wird es meistens keinen Grund geben, dass der Käufer sein Recht ausübt, dann ist alles fein. Wir gehen jetzt nach dem Vorschlägen bzw. den Statistiken von Tasty Live, also kann ich nur empfehlen, schaut euch das an. Das heißt, wir verkaufen jetzt hier die Optionen bei Delta 16, ja, sowohl die Put als auch die Call-Seite. Der Sweet Spot der Laufzeiten, der liegt ungefähr bei 45 Tagen. Das heißt, wir suchen uns jetzt auch eine Laufzeit von 45 Tagen aus. Vielleicht hast du es schon gehört, da gibt es die magische 21. Was soll das heißen? Ja, bei 21 Tagen noch Laufzeit wird es oder kann es ungemütlich für den Verkäufer, für uns werden. Ja, und dann hat man halt auf Daten von, glaube ich, 15 Jahren festgestellt, dass man das Risiko sozusagen halbiert, wenn man bei 21 Tagen diesen Trade schließt. Ob man ihn dann neu eröffnet, sprich rollt, ist jetzt was anderes, aber wir nehmen das Gleiche, diese 21 Tage. Jetzt haben wir es gesehen, wir haben hier den Short Strangle mit Delta 16 bei den verkauften Optionen. Es sind ja zwei Optionen, ne? Die Short Put und die Short Call und eine Laufzeit von 45 Tagen. Simulieren kann man das natürlich immer schön hier bei Option Strat und da habe ich schon gemacht, das kannst du hier sehen, das ist der Short Strangle.
genaue 45 Tage habe ich nicht gefunden. Ich nehme dann immer die nächsthöhere Laufzeit. Das wären in diesem Fall 50 Tage. Und hier sieht man es, habe ich die verkaufte Put bei 460 und die verkaufte Call bei 510. Was du hier auch erkennen kannst, das ist der Gewinn- und Verlustgraf, der P&L-Graf auf Englisch. Ja? Und das ist jetzt hier am letzten Tag. Und dann kann man natürlich auch schon sehen, wo jetzt sozusagen der Break-Even-Call ist. Also hier auf der Unterseite, ab wann du hier in den Verlust gehst, und auf der Oberseite, ab wann du hier in den Verlust gehst. Und dann sieht man am Beispiel dieser Strike-Preise, die wir gewählt haben, dass auf der Unterseite der Break-Even bei 456,74 und auf der Oberseite 513,27. Und der Strike-Preis bzw. der Break-Even, der kommt natürlich dadurch zustande, dass wir hier mit dem Verkauf der beiden Optionen $326 verdienen würden. Ja, also das würden wir bekommen und das setzt natürlich den Break-Even nach unten mit ein bisschen Abstand und nach oben natürlich auch. Wir sehen hier auch, ne, die Chance of Profit, die ist ziemlich groß. Also die Treffsicherheit liegt hier bei 82%, sorry. Aber was uns natürlich weniger gut gefällt, ist hier dieser maximale Verlust. Wenn wir uns nochmal das hier verinnerlichen und gucken uns das an, was ist die Verlustmöglichkeit auf der Unterseite? Wenn wir jetzt davon ausgingen, der SPY geht auf 0, dann würden wir hier die 460 mal 100 maximal verlieren können. Das wären dann die 46.000. Auf der Oberseite ist es natürlich anders. Sky is the limit. Ja, es ist zwar unwahrscheinlich, deshalb habe ich auch die ETFs zum Backtest gewählt, dass wir hier einen Short Squeeze erleben. Also wenn wir jetzt die Sektoren-ETFs nehmen, beispielsweise die Indizes-ETFs und vielleicht auch noch Gold und Öl, dann sind auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeiten eines Short Squeezes nicht allzu groß. Und das ist später natürlich auch bei der Auswahl des Underlyings des richtigen ETFs wichtig, wenn man so eine Strategie wählt, weil Verlust auf der Oberseite geht ins Unendliche. Und wir hatten bei uns ein Clubmitglied, der hatte mal eine verkaufte Call auf Avis angesetzt und dann kam es auf einmal zu einem wirklichen knallharten Short Squeeze, das heißt der Kurs ist gesprengt und dann hat er aus einer Option, die originär $300 Gewinn gebracht hätte, ich glaube, es waren knapp über $30.000 Verlust. Ja, und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Und deshalb schon mal ein Grund vorab, ist das für mich auch nur ganz begrenzt die richtige Auswahl. Auch wenn wir gleich vielleicht einen Backtest erleben, der mehr als gute Ergebnisse zeigt. Also nochmal zusammengefasst, woraus besteht der Short Strangle? Aus einer verkauften Call und aus einer verkauften Put. Wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen keinen Short Strangle, sondern wir wollen Iron Condor, dann heißt das wie folgt, wir ziehen noch zwei weitere Optionen hinzu, sowohl eine auf der Ober- als auch eine auf der Unterseite. Und das machen wir jetzt. Und auch hier hat Tastylife Daten erhoben und hat so gesagt, dass eine bestimmte Spread Wide, also ein Abstand zwischen der Short Call zwischen der Short-Option und der Long-Option so am besten bei 15 liegt. Man kann natürlich auch 10 nehmen, muss man jetzt nicht zwingend natürlich folgen, aber die Daten, die die erhoben haben, die waren, glaube ich, 15 Jahre, die sprechen natürlich auch für sich. Ich habe jetzt aber mich für 10 Punkte entschieden und das werden wir jetzt hier auch eintragen. Jetzt haben wir 4 Linien anstelle von 2 und wir haben jetzt auch eine Kombination von 4 Optionen, von 4 Legs und diese Kombination, die heißt auch Iron Condor. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur verkaufte Optionen. Ja, das war ja hier beim Short Strangle,
dass wir hier verkaufte Optionen hatten, sowohl auf der Unter- als auch auf der Oberseite. Und wir hatten ja auch gesagt, wenn der Kurs sich in dieser Range bewegt, ist alles fein. Die Frage, die man sich jetzt stellt, ändern jetzt diese gekauften Optionen daran was? Also zunächst einmal sei gesagt, auf der Oberseite haben wir einen Long Call und auf der unteren Seite haben wir einen Long Put. Eben sprachen wir über das Risiko und das Risiko hat sich jetzt natürlich auch verändert. Nämlich vorher hatten wir das Risiko nach oben unbegrenzt und nach unten bis null. Jetzt ist das Risiko ein wenig anders, nämlich an dem Strikepreis der gekauften Call-Option endet auch unser Risiko nach oben. Das heißt, es liegt dazwischen. Und an dem Strikepreis der gekauften Put-Option, also des Long Puts, hört unser Risiko nach unten, also bei 450 auf. Wir haben gerade schon gesagt, der Multiplikator liegt bei 100. Das heißt, wenn wir jetzt hier von dieser ETF-Option reden, geht es um 100 ETFs. Sprich, wenn wir jetzt einen 10-Punkte-Spread haben, eine 10-Punkte-Weite zwischen der verkauften und der gekauften Put-Option, haben wir natürlich auch nur 10 mal 100 Risiko, sprich ohne die vereinnahmte Prämie haben wir dann $1000 Risiko nur noch. Aber dafür zahlen wir auch einen Preis und zwar den Preis für die Long-Optionen. Nämlich für die verkauften Call-Optionen kriegen wir Geld und zwar ein bisschen mehr als für die gekauften Optionen. Das liegt natürlich daran, wir sind ja auch näher am Kurs. Aber auf der Ober- und auf der Unterseite ist es das gleiche Spiel. Sprich, wir bekommen schlussendlich mehr, als wir ausgeben und deshalb ist es auch noch ein Credit Spread. Nichtsdestotrotz, wie gerade gesagt, wir haben jetzt nicht nur zwei verkaufte Optionen, sondern wir haben auf der Ober- und auf der Unterseite noch eine gekaufte Option und diese Optionen kosten und die verringern natürlich die Prämien, die wir vereinnahmen zu Beginn. Und das gucken wir uns jetzt auch nochmal bei Option Strat an. Das heißt, hier hatten wir den Short Strangle. Wir haben es gesehen, nach oben, ja, ich mache die Range mal ein bisschen weiter, ist das Risiko unbegrenzt und nach unten, wie gesagt, bis 0. Unter 0 geht es ja nicht. Hier habe ich schon die beiden gekauften Optionen eingefügt und die möchte ich jetzt auch sichtbar machen. Ich klicke drauf, ich gehe auf Include und hier gehe ich drauf, gehe auch auf Include und dann sieht man hier schon, wir haben eine Grenze sowohl nach oben als auch nach unten, was das Risiko angeht, aber unser Profit hat sich mehr als halbiert. Und die Frage, die muss man sich jetzt natürlich auf der einen Seite stellen, ist das ein gutes Geschäft, auch im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit der Profitabilität? Ja, die Frage muss man sich natürlich stellen, aber was natürlich auch mit einspielt, ist, wir haben jetzt weniger Risiko und das bedeutet, wir müssen natürlich auch weniger Margin zahlen. Das heißt, wir haben eine niedrigere Margin-Auslastung. Viele gucken sich aber nur die Punkte an. Dabei ist das mindestens genauso wichtig. Das sind die Griechen. So, und jetzt muss man sich einfach mal fragen, in was für einem Umfeld bewegt man sich und wie reagieren die Optionen bzw. die jeweiligen Griechen. Wir haben hier verschiedene, das ist das Delta, ja, was ja schlussendlich auch die Abhängigkeit zum Underlying wiedergibt, also wie man dran partizipiert. Dann haben wir das Theta, also hier gucken wir uns natürlich auch an, wie viel, wir sind Stillhalter, wir verkaufen Optionen, wie viel profitieren wir vom Zeitwertverfall. Und dann noch die anderen drei und hier nochmal kurz hervorzuheben, besonders weil wir auch noch eine längere Laufzeit haben, ist das Vega, wie sensitiv reagieren die Optionen auf die Volatilität. Jetzt haben wir hier den Iron Condor und ich möchte noch mal kurz hier zur Veranschaulichung den Short Strangle zeigen. Zurzeit sehen wir diese Werte hier und ich mache jetzt auch mal daraus einen Screenshot, ja, damit wir das dann gleich vergleichen können. Das sind jetzt die Griechen für
unseren Iron Condor und wir gucken uns jetzt die Griechen mal an für unseren Short Strangle. Ich nehme die wieder raus. Und da sehen wir eine Veränderung. Und das will ich jetzt mal hier vergleichen. Ja, ich hole das mal hier hin und dann können wir das schon sehen. Delta hat sich verändert. Von Minus Delta nach Positiv. Das Theta ist viel kleiner als beim Short Strangle. Das Gamma ist auch kleiner. Das Vega ist kleiner. Und das Rho ist hier auch im Minus. Also, für all jene, die sich jetzt zu Beginn damit beschäftigen, wir konzentrieren uns jetzt mal aufs Theta und aufs Vega, auf den Zeitwertverfall und auf die Volarsensitivität. Wir profitieren weniger stark vom Zeitwertverfall, wenn wir den Iron Condor nehmen, als wenn wir jetzt den Short Strangle wählen. Weil die gekauften Optionen sind natürlich nicht pro Zeitwertverfall. Ja, das kostet uns was. Und da wir ja jetzt beim Iron Condor Long-Optionen, gekauften Optionen drin haben, werden natürlich die des ursprünglichen Short Strangles nach unten gezogen, ja, genettet. Wenn wir jetzt von diesen Netto-Griechen sprechen, sind wir hier natürlich beim Iron Condor schlechter. Beim Vega, was ist da? Ja, Vega heißt jetzt hier in dem Fall bei dem Short Strangle, wir profitieren mehr von der Volatilität als jetzt hier beim Iron Condor. Aber wann? Natürlich dann, wenn wir eine sehr hohe Vola haben und die Vola fällt, dann machen wir schneller Profit mit dem Short Strangle als mit dem Iron Condor. Das heißt auf gut Deutsch, der Short Strangle ist Vola-sensitiver. Das kann positiv als auch negativ sein. Will damit sagen, wenn wir jetzt in einem sehr hohen Vola-Umfeld sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Vola zurückgeht und dass wir dann natürlich mit dem Short Strangle mehr Profit machen. Andersrum aber natürlich, wenn wir jetzt eine sehr niedrige Volatilität haben und wir haben den Short Strangle, ist natürlich ein Vola-Anstieg dann auch schwerer zu verdauen. Und das muss man natürlich dann auch berücksichtigen. Und jetzt zu der Frage, was ist profitabler? Es kommt drauf an, wäre jetzt die Antwort, nämlich auch auf das Umfeld, in welches man sich befindet. Beispielsweise ist die Vola hoch oder ist die Vola niedrig. Das ist jetzt die Erklärung der Strategien. Ich habe schon die Vor- und Nachteile ein wenig erwähnt, möchte sie aber hier nochmal kurz durchgehen. Ich habe hier links den Short Strangle, rechts den Iron Condor und dann haben wir im ersten Spalte haben wir hier die Pros, die Vorteile und danach die Cons, die Nachteile. Und ich habe es hier schon geschrieben, der Vorteil vom Short Strangle ist natürlich die höhere Prämienvereinnahmung. Wir zahlen ja dann kein Geld für gekaufte, sondern vereinnahmen nur durch den Verkauf der Option. Die Vereinnahmung ist höher. Einfacheres Management, definitiv. Wir haben nur 2 statt 4 Optionen und müssen uns natürlich auch dann weniger um das Management kümmern. Und auch was die Order-Typen angeht, ist das natürlich einfacher. Wer bei uns im Club ist, der weiß, in manchen automatisierten Apps, die wir haben, verkaufen wir bzw. stellen wir zuerst immer bei den Iron Condors oder bei den anderen Spreads die verkaufte Option glatt und dann die gekaufte, weil das häufig meistens zusammen nicht geht. Also, wenn man es manuell macht, ist natürlich der Short Strangle eine viel einfachere Strategie, zumindest für das Order Management. Hier habe ich als Vorteil die höhere Vola-Sensitivität mit reingenommen. Das heißt, wenn man Vola-Strategien fährt, man hat jetzt gerade beispielsweise bei Gold so einen richtigen Peak, ja, dann kann man natürlich sogar schon mit Optionen auf Gold-Futures stark mit Short Strangles von dem Vola-Rückgang profitieren, auch wenn man sich dann nicht festlegt auf die Richtung. Ja, ganz wichtig. Höherer Zeitwertverfall, habe ich gerade auch schon gesagt, der ist definitiv da. Das Theta ist dann höher. Die gekauften Optionen schmälern den Zeitwertverfall. Iron Condor, Vorteile, weniger Aktionen erforderlich. Was heißt das? Ja, wir sind ja ein wenig mehr geschützt. Wir sind nicht so angreifbar und wir haben ja auch sozusagen die Griechen ein bisschen nach unten gezogen. Ein weiterer wichtiger
Punkt ist die Margenauslastung. Wir haben weniger Risiko, weniger Margen und können dann auch den ein oder anderen Trade mehr traden. Ja, die Vorteile des Short Strangles sind natürlich dann auch mehr oder weniger hier als Nachteile beim Iron Condor zu sehen. Wir haben weniger Prämie, wir haben ein komplexeres Management, gerade gesagt, wenn es da um Order-Typen geht. Der ein oder andere kam beispielsweise aus den Spreads, aus dem Iron Condor nicht so einfach raus. Wir sind weniger Wohler-sensitiv, kann Vorteil sein, aber natürlich auch Nachteil, wenn man in einem hohen Wohler-Umfeld ist und der Zeitwertverfall ist niedriger. Das heißt, die Haltedauer ist auch häufig höher. Der Nachteil der Short Strangles ist hier definitiv, dass mehr Aktionen erforderlich sind. Wir sind ja sozusagen nackt unterwegs. Da kann es natürlich sein, dass wir da ein bisschen mehr proaktiv sein müssen und die hohe oder höhere Margenauslastung, die ist nicht zu unterschätzen. Was jetzt hier aber noch wichtig ist, ist der Iron Condor, den ich dazwischen gepackt habe. Und da möchte ich jetzt noch kurz vor dem Ende bzw. kurz vor den Backtests darauf hinweisen. Der Iron Condor ist nicht der Iron Condor. Ja, das heißt, es kommt natürlich darauf an, was für einen Spread man hat. Also was für einen Abstand hat man zwischen der Short- und der Long-Option. Man könnte zum Beispiel einen großen Spread nehmen, sprich beispielsweise bei dem, gucken wir uns das doch mal an, hier bei dem Short Strangle machen wir jetzt mal wieder einen Iron Condor. Wir inkludieren das jetzt. Und dann kann man natürlich auch weite Spreads machen. Und dann hat man natürlich nicht mehr diese Charakteristik des Iron Condors, der Vor- und Nachteile, die hier aufgezeigt sind. Das heißt, man kann natürlich auch so ein Zwischending bauen. Man muss nicht zwingend Short Strangle und dann nackt sein. Auf der Oberseite tue ich mich sowieso immer damit schwer. Man kann natürlich dann auch sagen, ich mache auf jeden Fall gekaufte Optionen auf, aber dann weit, weit weg. Hauptsache, erstens, ich bin nicht ins Unendliche gefährdet auf der Oberseite und zweitens, guckt immer aufs Margin Management. Ne? Manchmal ist es so, da bezahlst du nur 10, 20 Dollar für eine gekaufte Option und die zieht die Margin beachtlich nach unten und das ist natürlich dann nur schlau, dass man das macht und hat trotzdem dann schlussendlich die positive Charakteristik eines Short Strangles. Am Ende, wie versprochen, der Backtest hier in der Trade Machine. Ich habe als Startdatum den 01.01.2020, also vor Corona, gewählt, geht bis heute. Und hier haben wir jetzt den Short Strangle mit Delta 16, 45 Tage Laufzeit, wie es sozusagen Tasty Life auch aufzeigt. Und gewählt habe ich die Top-ETFs, das heißt alle, die mit XL beginnen, das sind Sektoren-ETFs. Danach habe ich hier die Indizes ETFs, also den SPY, S&P 500, QQQ, Nasdaq, IWM, das ist der Russell, dann hier der Dow Jones und am Ende noch der ETF für Öl und für Gold. Und das Ergebnis sieht ganz gut aus. Also wir gehen wirklich knallhart bis zum 21. Tag, machen vorher gar nichts, schließen dann und eröffnen neu. Das ist jetzt das Ergebnis. Wir hätten hier eine Trefferquote von 76%. Der einzige, der verlustig ist, ist der XLE. Alle anderen sind profitable, blabel, manche mehr, manche weniger. Ein Vergleich dazu, das ist jetzt kein Short Strangle, auch wenn es hier oben steht. Das ist jetzt hier ein Iron Condor. Da haben wir halt auch die 15 Punkte Abstand gewählt. Und man sieht, hier haben wir eine geringere Trefferquote und auch ein niedrigeres Ergebnis. Aber auch das muss man natürlich in Relation zu dem Risiko sehen. Das Risiko ist hier natürlich, wie eben schon gesagt, geringer. Aber was man natürlich dann auch mitnehmen kann, ist, dass wir natürlich auch weniger Prämie machen und dass es an der einen oder anderen Stelle sowohl Sinn macht, eher den Short Strangle zu nehmen und eher den Iron Condor. Es kommt, wie gesagt, auf die Umgebung, Beispiel Wohler an. Es kommt, wie gesagt,
auf die Margin an. Da muss man natürlich gucken in seinem Portfolio, was für eine Auslastung man hat, beziehungsweise was man noch traden möchte, weil es nützt nichts, wenn man jetzt einen Short Strangle macht und hat dann sehr viel von der Margin abgegeben und ist dann mehr oder weniger handlungsunfähig. Das ist wichtig und es kommt natürlich auch auf die Werte an. Also schlussendlich ein wirkliches Fazit aus diesem Ergebnis kann man nicht ziehen. Es gibt natürlich Werte bzw. ETFs, die hervorragend geeignet sind, sowohl für Short Strangle als auch für den Iron Condor. Und wenn du jetzt sagst, das interessiert mich, Thorsten, nenn doch mal ein paar konkrete Beispiele zu konkreten ETFs, die jetzt zum Beispiel wirklich gut geeignet sind für den Short Strangle oder für den Iron Condor. Lass es mich wissen, schreib unter die Kommentare, was du da gerne sehen möchtest, dann mache ich es doch gerne. Wenn du aber nicht lange warten möchtest und du sagst, ich möchte das auch gerne mal im Club mithören, mitbesprechen, wir sind mega interaktiv, wir haben unsere Wunschliste, wo du deine Wünsche äußern kannst und die dann schlussendlich auch zu einem Thema hoffentlich führen werden, dann mach doch ein kurzes Erstgespräch mit mir aus, ist eine Viertelstunde, da schnacken wir ein bisschen, lernen uns persönlich kennen, gehen nochmal mehr auf die Infos ein, die du hier auf der Homepage findest und wenn es für dich in Ordnung ist, dann kommst du in den Club und wie wir es immer so gerne sagen, dann bringen wir gemeinsam die PS auf die Straße. Das Video ist jetzt doch ein bisschen länger, als ich es vor mir vorgestellt hatte. Ich hatte auf 20 Minuten, ich bitte das zu verzeihen, aber ich denke, der Content war jetzt hoffentlich auch hilfreich. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Tag und wie ich mal so gerne sage, Happy Trades, bye bye.